Also ich glaube, so viel ist das gar nicht mehr. Ich glaube, bei Saga sind wir jetzt Kapitel 6 von 9. Und bei Ellen glaube ich auch. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Cynthia nahm die Platte und ich brachte sie zurück. Da. Tor. Erzähl was. Wir müssen reden. Ja, müssen wir. Es gibt viel zu besprechen. Aber nicht hier. Die Nacht belauscht uns. Unterhalten wir uns in deinem Kopf. Du hast doch noch Platz dort, oder? Woher wissen Sie das? Ich bin dein Großvater. Ich weiß doch alles, oder? Okay, dann profilen wir den mal. Den alten Tor. Der Gedankenraum. Du weißt von meinem Gedankenraum? Ja, Nicht sicher. vermutlich. Wir alle haben die Macht. Finde die Wahrheit. Und ob ich die habe. Du weißt, dass du eine Seherin bist. Du kannst Gedanken lesen, die Wahrheit sehen, Lügen durchschauen. Und diese Horrorgeschichte. Wir Andersons sind nicht daran gebunden. Du kannst sie bekämpfen. Schreibe deine eigene Geschichte. Es stimmt. Ich bin eine Seherin. Wie läuft das eigentlich, wenn man Ich hier habe zwischen den Figuren springen Mein kann? Gedankenraum ist mehr, als ich Was dachte. ist denn dann Das der ist nicht Weg, um meine zum Ende zu Intention. kommen? Muss man immer abwechseln? Eigentlich nicht. Erinnere ich mich deshalb als einzige an die Wahrheit über Logan? Maybe, baby. Mein Großvater. Du sagtest, du seist mein Großvater. Wenn das stimmt, warum wusste ich nichts davon? Du warst schon vor dieser Horrorgeschichte Teil dieser verkorksten Familie. Ich war ein miserabler Vater für Freya. Das hat deine Mutter nicht verdient. Kein bisschen. Es wurde alles Not at gesagt. all. Es vergeht kein Tag, an dem ich das nicht bereue. Aber dein Vater hat es nicht einfacher gemacht. Ich weiß, Freya ist tot. Deshalb möchte ich mich entschuldigen. Es tut mir leid, Saga. Ich sehe, dass es ihm leid tut. Mama sagte, sie wollte nichts mit Opa zu tun haben. Und dass mein Vater gestorben wäre, als ich noch sehr klein war. Alles passt. Aber warum? Thor und Odin gehören zu meiner Familie. Du sagtest, du wärst Mama ein mieser Vater gewesen. Ging sie deshalb? Freya hat nie zurückgeblickt. Sie war stark. Freya wusste schon immer, dass unsere Mächte gefährlich waren. Odin und ich hätten lieber die Finger davon gelassen. Deine Mutter hatte Verstand. Sie hat dich gut erzogen, auf dich aufgepasst. Es wundert mich nicht, dass sie dir nicht davon erzählt hat. Sie hat mich immer beschützt. Als ich Mama von meinem Gedankenraum erzählte, nannte sie ihn eine Erfindung. Ich wünschte, sie wäre ehrlicher gewesen. Zumindest am Ende. So, und wer ist Papa? Mama sprach nie über meinen Vater. Willkommen zurück aus der Werbung. Manche Dinge sollte man ruhen lassen. Dein Vater war ein komplizierter Bastard. Er dachte immer zu weit voraus. So funktionieren wir nicht. Dann gab es Probleme und er verschwand. Ich kam damit nicht zurecht. Und Freya wollte nichts mehr mit mir zu tun haben. Kein Wunder. Ich kannte Papa nicht oder Mamas Familie. So viele kaputte Beziehungen in meiner Vergangenheit. Ich werde die mit Logan und David retten. Ich werde sie retten.
Natürlich. Ich hab den Klick. Wir werden uns alle Mühe geben. Kann ich damit meine Tochter retten? Ein Verstärker. Dreh die Gitarre auf und lass das Schlagzeug krachen. Zerfetzt die Realität. Der Lichtschalter allein genügt nicht. Wir haben es mit Toms Geschichte zu tun. Also muss auch er sie umschreiben. Dann muss er nur noch diesen Schalter umlegen. Und das war's, Baby. Ich kann den Klicker nicht ohne Wake benutzen. Tom bedeutet Wake. Er Aha. muss erst die Geschichte umschreiben. Ohne ihn kann ich den Horror nicht aufhalten. Okay, Hinweis darauf, dass wir erst ein bisschen mit Ellen spielen müssen. Kann ich damit meine Tochter retten? Ein Verstärker. Hä? Dreh die Gitarre auf und lass das Schlagzeug krachen. Okay, das konnten wir schon. So. Gehen wir da gerade mal durch. Falafel. Also, was hat sich da denn getan? Ich muss Wake den Klicker bringen und diesen Fall abschließen, ehe meine Familie noch weiter hineingezogen wird. Mhm. Stimmt. Thor ist hier, im Übergang. Ich muss ihn finden und verschwinden. Wake hat Logan in die Geschichte geschrieben. Er hätte sie nicht so benutzen sollen. Er kann es immer noch ändern. Ich werde ihm keine Wahl lassen. Genau. Es sei denn, die Tochter spielt eine größere Rolle in der Geschichte. Oh Gott. Tod, mein Vater hat ein Problem. Warum ist Mama weg? Okay. Mama dachte, bla bla. Alle Andersons verfügen über Macht. Mutter erzählte mir nie davon, da sie sie für gefährlich hielt. Sie wollte, dass ich ein normales Leben führe. Denken, Saga. Ja. Thor und Odin wissen, worum es sich beim Gedankenraum wirklich handelt. Da. Der Gedankenraum hat nichts mit Gedankentechnik zu tun. Damit kann ich in die Köpfe anderer blicken, die Wahrheit sehen. Thor und Odin können in meinem Gedankenraum dank ihrer Kräfte mit mir sprechen. Unsere Familie ist nicht an Wakes Geschichte gebunden. Die Andersons können die Horrorgeschichte durchschauen. Nee. Da? Ja. Thor und Odin sind meine Verwandten. Die Beweise passen zur Wahrheit. Das ist eine ganze Menge zu verkraften. Angel's Remorse erwähnt den Mann, den ich vertrieben habe. Wow. Wo kann das denn hin? Da? Nee. Da? Nee. Da ist ja voll. Hier? Ah ja. Ah, so jetzt wie ja. Sich verhielt, ein Gerinsel. Bin ich überrascht, dass Mama so lang blieb. Jojo. Aber es tut ihm wirklich leid. Was haben wir hier? Der Klicker dient als Verstärker. Er kann die realitätsverändernden Effekte der Kunst verstärken. Ja. Hier? Nee. Ja, wo? Ah, hier, der Klicker. Da Wake die Geschichte geschrieben hat, kann nur er sie bearbeiten. Wake ist derjenige, der das Ende umschreiben muss.
und ich muss ihn im Auge behalten. Die Anderson-Familie ist aufgrund einer erblichen Macht immun gegen die Effekte der Geschichte. Aha. Interessant. Die Geschichte wirkt sich auf mich nicht so aus wie auf andere. Das liegt an mir. An meiner Familie. Family. Thors und Odins Lied erlaubte mir, den dunklen Ort zu betreten. Das war hier. Übergänge können nur mit Kunst betreten werden. Weil sich der dunkle Ort auf Kunst konzentriert? Der Bereich um den Übergang ist ständig überflutet. So, die sind für später. Dann erledigt. Okay. Danke, dass Sie mir das gesagt haben, Thor. Ich muss Wake finden, um dem ein Ende zu setzen. Die Old Gods of Asgard. Warum siehst du deinen Opa? Zu helfen. Ich und mein Bruder bringen die Bude zum Rocken. Denk daran, deine Tochter ist am Leben. Nur diese Horrorgeschichte hält sie von dir fern. Genau das wollte ich hören. Danke, Opa. Herr Opa, ja. Mach dir keine Sorgen, Kleine. Ich schleppe meinen jämmerlichen Arsch zu Odin. Ein paar Gläschen von Andersons feinstem Stoff und schon geht es uns wieder gut. Bis bald, Saga. See you later, Alligator. Das FBC hält Wake im Sheriffbüro fest. Ich muss Agent Esteves überzeugen. Sie haben Wake und ich habe den Klicker. Wir müssen zusammenarbeiten, um das zu stoppen. Okay. Casey. Hören Sie mich, Casey. Verdammt. Wo sind Sie, Casey? Ich hoffe, es geht ihm gut. Konzentration, Saga. Geh zum Büro, zu Wake. Machen wir. Hä? Geil. Jetzt ist auf die andere Seite vom Gatter gesprungen. Um es aufzumachen. Naja, egal. So. Gehen wir mal zurück. Muss ich jetzt echt den ganzen Weg laufen? Wahrscheinlich, ne? Dann machen wir das. Oh ja. Oh, könnte auch ein bisschen. Ist zu viel, ne? Ja, ist zu viel. Boah, ich habe echt kaum noch Munition, ne? Der Bossfight gestern. Ah. Untersuche den vorher gefluteten Bereich. Welchen Bereich? Was war denn geflutet? Boah, das muss ich echt überlegen. Also der Keller, aber da konnte man ja durch. War noch was geflutet? Komm, wir gehen mal rein. Oder... Oh. Toffelino, einen wunderschönen guten Abend. Da guck mal, warum kann man hier? Da kann man doch weiter. Nö, sonst ist da kein gefluteter Bereich. Nicht, dass ich wüsste. Moin, moin. Wie ist die Lage? Alles gut? Wo war denn jetzt noch... Der Keller, das war hier ums Eck, ne? Ja, soweit. Bin tatsächlich ein bisschen müde. Es war ja dann doch ein bisschen lang gestern. Aber ansonsten geht's eigentlich. Oh, da liegt eine Seite. Einpacken.
Also im Keller? Da war ja ein bisschen Wasser, aber mehr halt auch nicht, ne? Und da ist immer noch Wasser. So wie es anhört. Jo. Was war denn da noch für ein überfluteter Bereich? Kannst du dich erinnern, Toffel? Das hier? Nee, ne? Ich meine, es war dunkel, aber... Hier war doch nichts überflutet. Ja, genau, das war da eben im Keller. Und da ist ja auch nur noch ein Wasser. Aber hier waren wir nicht, ne? Sind wir ja von den fiesen Monster angegriffen worden. Gehen wir mal da rein. Ach so, ja. Da sind wir wieder rausgekommen. Nee, sonst wüsste ich jetzt nichts. Da ist wieder das Haus. Das Valhalla-Dingens. Hat sich da was getan? Wo geht's denn da hin? Ah! Ja, da können wir den Weg gehen und die drei Kisten noch einsammeln. Kriegen wir noch ein bisschen Action. Ah, hier, noch eine Seite. Very nice. So, wie viel haben wir denn jetzt? Wie viele Manuskripte? Vielleicht können wir ja schon wieder looten. Also, leveln. Nicht looten, halt. Da. 6, das ist nicht genug. Okay, dann gucken wir uns mal die Gegend da hinten an. Da bin ich mal gespannt. Aber Toffel, ich bin immer noch schockiert, ne, dass mir da gestern 10 Subs rausgehauen hat. Also das ist der Hammer. Ja, 2 Wege. Der sieht so ein bisschen versteckt aus. Warte, lass mal gucken. Ja. Gehen wir einfach mal lang. Ach geil, Sonnenaufgang. Immer schön sowas. Da liegt doch schon wieder was. Warte mal kurz hier gucken. Nein. So, das kann ich jetzt mal nehmen hier. Halt. 3. Nee, 4. Jawollo. Juhu. Das muss ja lecker gewesen sein. Rose bei der Bingo-Nacht. Okay. Jetzt werden wir wieder ein Stück zurückgehen müssen. Oh, hier. Da liegt irgendwo so eine Lunchbox. Und da. Noch eine Lunchbox. Jawohl. So ist er halt. Das ist schon echt krass. Ich meine, ich habe sowas auch noch nicht so oft gesehen, so überhaupt. Wenn ich bei anderen im Streams war, das war. Von daher, mega einfach. Mega. So, hier liegt eine Kiste. Anscheinend. Da. Noch eine Schließkassette. Und ein Pfeil.
Wir machen jetzt mal hier weiter. Zeus, grüß dich. Hey Zeus, gut, dass du da bist. Mela ist ja auch da. Mela hat Red Dead Redemption durchgezockt. Das Zweier. Zeus möchte nämlich, oder spielt auch aktuell Red Dead Redemption. Vielleicht könnt ihr euch da ein paar Tipps geben oder so. Weil Mela macht ihren zweiten Durchlauf jetzt demnächst. Boah, das läuft noch besser jetzt, ne? Okay, wir müssen ins Hotel, ne? Ja. Parliament Tower. Stimmt, das hatten wir am Montag schon angefangen, das Stück hier. Und dann ist es ja abgestürzt. Beim vierten Durchlauf. Alter Schwede. Alter Schwede. Hey, mir kommt es vor, als sieht das jetzt sogar noch besser aus, dadurch, dass es ein bisschen crispy ist. Ne, da fehlt jetzt so das Raytracing, die Kantenglättung, wie man hier schön an den Kanten sieht. Ich? Sehr gerne. Sehr gerne. Aber ich bin da tatsächlich noch gar nicht weit. Was hatten wir, Zeus? Wir haben noch drüber gesprochen. Ich müsste... Was war das? Also noch vor dem Tuberkulosefall, ne? Auf der Farm. Was noch recht am Anfang ist. Ich liebe das Spiel, hab's ja auch vorbestellt und so weiter. Aber was ich halt am meisten gemacht habe, ist einfach so mit dem Pferd da rumreiten, die Natur erforschen. Also die Story an sich habe ich so gar nicht verfolgt. Da habe ich ja spät mit angefangen. Ja, dieser eine Mord, ne, der hat dir alles versaut. Aber ja, wenn du sagst, du hast ein schönes Ende gehabt, dann war das vielleicht doch noch das gute Ende. Ah, da stand ja nichts drin, ne, aber wir machen es trotzdem nochmal. Ja, auch NPCs haben ein Recht zu leben. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht warum, aber mir fällt gerade ein, den Terminator-Ego-Shooter, also den habe ich nicht gestreamt, den habe ich so gespielt. Den müsste ich auch mal fertig machen, der ist nämlich mega geil, ne? Ist auch so ein bisschen wie Fallout, aber im Terminator-Universum. Da kriegt man auch Schiss, mein lieber Mann. Toffelino, einen wunderschönen guten Abend. Oh, gar nicht angeklopft. Ich bin schockiert. Oder hast du angeklopft und es hat nicht funktioniert? Wenn ich nicht gerade die Story spiele, dann reite ich rum und mache nur Chaos. Ja, genau. Also Chaos mache ich nicht, aber einfach, ich lebe da halt dann. Weißt du? Das ist meine Second World. Die Verwirrung. Die da klopft er an. Aber da fehlt wieder was, ne? Fehlt die Animation. Die Angst. Da drückt mich. Am Montag, meinst du, Toffel? Alter, ich bin bald durchgedreht, ne? Nach 26 Minuten... Stream hängen geblieben und ich hab's nicht gemerkt. Ich habe einfach weitergespielt, weil ich halt hier im Chat. Ah, gut, das ist. Na, machen wir später. Ich habe dann im Chat geguckt. Ich habe schon eine Viertelstunde weitergespielt und dann gucke ich rüber und sehe, oh, das Bild hängt. Ich sag, das ist eine Scheiße. Jo, OBS neu gestartet. Dann war ich nochmal, ich glaube, 2 Minuten 49 drin. Wieder abgestürzt. Ich wieder neu gestartet. Und da bin ich gar nicht erst reingekommen. OBS ging auf und da kam direkt Fehlermeldung, Encoder ist überlastet. Dann habe ich so dermaßen auf den Tisch geboxt, dass, also der Monitor, den kann man so neigen, der ist dann nach vorne gegangen, die Kamera ist runtergefallen und ich habe hier ja durch die Operation, habe ich hier so ein Überbein. Und genau damit habe ich auf den Tisch gehauen. Das hat so weh getan, das hat gekribbelt im kleinen Finger, das kannst du dir nicht vorstellen.
Da müsste ich auch mal wieder zum Arzt, weil das ist echt wie so ein zweiter Handgelenksknöchel, ne? Hier nochmal, das ist aua, das ist nicht gut. Chaos ist nicht meins, bin viel zu nett für Ü18-Spiele. Naja, so 18 Spüle, Spüle. So eine schöne Ü18-Spüle. Nee, schon geil, aber gerade so Red Dead Redemption, nee. Mir geht das auf den Sack, von denen gejagt zu werden und so. Ich will doch auch nur überleben. Ich will doch auch nur eine schöne Zeit im Wilden Westen haben. Ja klar, wenn du die Story spielst, dann bist du gezwungen, irgendwann Chaos zu verursachen. Ihr ganzes Leben. Oh, was mich gerade nervt. Ich höre es doppelt. Oh, ich habe gestern irgendwas rumgespielt am Mischpult. Ah, wir gucken mal. Genau, bei der Story ist was anderes. Da musst du es ja machen. Oh, Far Cry 6. Ich muss da unbedingt mal weitermachen. Also, das 1 habe ich gesuchtet, das 2 habe ich gesuchtet. Das 3 war das auf der Insel, ne? Das habe ich auch gesuchtet. Das heißt, ich bin jetzt beim 4 im Himalaya. Also das muss ich noch fertig machen. Dann habe ich Primal, habe ich noch original verpackt unten. Und alle anderen habe ich auch schon digital gekauft. Also vielleicht können wir das ja mal im Stream machen. Weil es ist jetzt schon ja seit 2 Jahren so fast, dass ich außerhalb des Streams gar nicht mehr zock. Nur noch on Stream. Nee, Red Dead 2 Stream ist nix, nee. Das sehe ich nicht. Far Cry 5 ist besser als 6. Wow. Weiß ich jetzt gar nicht. Maverick, einen wunderschönen guten Abend. Die Chatleitung ist da. Passt auf, Leute, passt auf. Ja, das 3. war das auf der Insel, ne? Das war so geil. Das habe ich zu 100% habe ich das fertig gemacht. Das war mega geil. 5, was war denn 5? Das waren die Hinterwäldler da, ne? Die, wie soll ich sagen, Südstaatler da, ne? Habe ich auch nicht. Oh, 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 oh. Jetzt geht's los. Alter, Toffel. 5 Subs versteckt. Bist du des Wahnsinns? Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist hier denn los? Wer nicht brav ist, bekommt heute Raue. Ein Salto auf dich gemacht. Das ist ja auch geil. Toffel, du bist genauso verrückt wie mir. Oder fast. Halb so verrückt wie mir. Also ihr seid ja der Wahnsinn. Ihr seid echt der Wahnsinn. Das ist schwer für mich, damit umzugehen, weil es ist halt neu, weißt du? Überhaupt, ne, dieses Geschenk zu bekommen und dann auch noch live von meinen Freunden, das ist... Ich könnte heulen. Sehr, sehr nett. Ihr seid verrückt. Das ist zu geil. In der Dunkelheit. Und das musste ich sehen. Es den Leuten zeigen. Nur ich dürfte der Wahnsinn sein. Tja. Zu geil einfach, zu geil. Ihr seid verrückt. Ja, Zeus, ich weiß ja nicht, ob sie gemeint hat, dass du dem Pferd die Möhre füttern sollst. Vielleicht sollst du ja... Keine Ahnung, was damit machen.
Ich weiß nicht, inwiefern die Interaktion mit dem Pferd möglich ist. Aber auch ein Pferd braucht Zuneigung. Es gibt eine verborgene Welt hinter unserem. Wie eine dunkle Flut, die gegen unsere Realität brandet. Gesichter in den Schatten. Oh, ich muss mir angewöhnen. Ich habe den Chat jetzt in OBS reingemacht, damit ich gezwungen bin quasi zu gucken, ob es abgestürzt ist. Habe aber trotzdem hier neben mein Dashboard aufgemacht, wo auch der Chat ist. Das gucke ich da immer noch hin. Ja, Mela, das ist krank. Da gibt es ein Bild von, ich meine, es ist von Kandinsky. Das ist total verrückt. Das heißt, also ich kriege den Titel nicht ganz zusammen, aber stellenweise halt. Das muss ich kurz überlegen. Spiegelei auf Brot ohne Teller, Rittlings auf einem Pferd beim Versuch der Sodomie mit einem französischen Weißbrot. Das ist krank. Das ist krank. Oh, den silbernen Revolver mit weißem Holz habe ich auch. Den habe ich auch. Den habe ich in der Stadt gekauft. Ich weiß nicht, wie die heißt. Mit dem Fluss unten und dann die Stadt halt. Die erste große, die man sieht. Sick. Ja, aber es ist ein cooles Bild eigentlich da. Dieses Kandinsky. Ich meine, dass es Kandinsky ist. Ich weiß nicht mehr. Weil man erkennt nichts. Es ist einfach nur Farbe. Aber wenn du dann den Text liest, wie das Bild heißt, dann siehst du alles davon. Das ist total krank. Ich habe das in so einem Buch gesehen, da war ich, keine Ahnung, 16, 17. Das ist schon lange, lange her. Aber das ist hängen geblieben. Das habe ich auch nicht. Sowas würde ich nie schreiben. Ich wusste, wer es war. Scratch. Scratch. Itchy und Scratchy. Sicky Jackson, was geht? Ich mache den ganzen Tag was Verrücktes. Jetzt habe ich Feierabend, jetzt habe ich Spaß. Was geht, mein Junge, was geht? Bist aber doch ganz schön unterwegs in letzter Zeit, ne? Was ich so mitkriege. Frankfurt und wo warst du noch? Mannheim, ne? Eieiei. ETS in real life. Um Scratch zu stoppen. Innerhalb der Grenzen der Horrorgeschichte. Es war beinahe unmöglich. Es Red Dead Redemption 2 RP gibt's auch. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ja, hier ist Sicky Jackson, ist auch so ein ETS-Zocker. Könnte ja zusammen mit dem Konvoi fahren. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Da war vorhin dann auch wieder Diskussion. Ich sage jetzt einfach deinen Namen. Der Cenk kann ja das machen und die Tour und so. Und dann der Hans. Leute, euch ist schon klar, dass er dafür nicht eingestellt ist. Ne? Das ist nicht sein Job. Und ich dann. Ja, macht den nicht kaputt. Was habt ihr vor? Ne? Lasst den Jungen in Ruhe. Also ich weiß nicht, was da abgeht, ey. Ich weiß es wirklich nicht. Oh, okay. Das sollten wir vielleicht nicht öffentlich besprechen. Oha. Aber ja, klar. Ist nicht dein Job. Der Mann im Glaskasten geht mir auch ein bisschen auf die Eier, muss ich gestehen. Ich meine, noch sind es Kleinigkeiten, um die er mich gebeten hat, aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Mehr kann ich so jetzt auch nicht sagen. Ja, nicht unbedingt Maverick. Sonntag war zum Beispiel, nee, Montag. Nee, Sonntag auch. Sonntag war Mia da und du nicht. Am Montag war, glaube ich, keiner von euch beiden da. Also, wie gesagt,
Wenn jemand da ist, ist gut, und wenn nicht, dann halt nicht. Spielt keine Rolle. Du hast Latte gesagt. Ja, Mela. Es ist immer schwierig, wenn man über den Arbeitgeber ablästert und davon ausgehen muss, dass er vielleicht reinguckt. Wer weiß. Wer weiß. Aber wenn Dominik kommt, dann muss ich mal was stecken. Arthur in Schwarz. Gut, in der Berge oben ist ja okay wegen der Sonne, aber unten, wo es warm ist, der schwitzt doch, der Arme. Mir Jacke wie Hose, mir Latte. Oh, du rennst auch nackt herum? Ich habe keine Hose an. Nichts, nur ein T-Shirt. Vielleicht. Wer weiß. Wer weiß.